Wir wollen nicht das Ego verneinen oder das Trauma verneinen. Wir wollen eigentlich die Substanz erforschen von dem, was hält das so stark am Leben? Oder was erschafft die Trennung? Da wird eine Trennung ja eigentlich erschaffen. Mhm. Ne? Im Trauma und im Ego. Ja, und beide Wege oder beide Bewegungen, könnte man sagen, sind mega schön. Also wenn das Erwachen verkörpert wird durch den Ego-Gedanken, durch das Trauma hindurch scheint und das mehr und mehr auflöst, wir wirklich loslassen können von alten Prägungen, von alten Schmerzen, von alten Sachen, wo wir das Gefühl immer noch haben, wir müssen uns schützen, weil wir nie den Mut hatten, dahin zu fühlen oder dahin zu gehen und wirklich hinzuschauen, kann sich ganz viel in diesen alten Strukturen auflösen, wenn wir den Mut finden, wirklich zu fühlen, mit der Hilfe von dem, dass wir mehr sind als das. Genauso wie das Trauma, wenn es sich dem Erwachen nähert oder diesem Raum, dieser Liebe von der Existenz, sich wie so auflösen kann oder da so rein. Es kriegt einfach Weite und Raum. Entspannt, ne? Ja. Weite und Raum. Und das ist eigentlich das, was es irgendwie so benötigt. Das muss sich gar nicht auflösen. Also da ist nicht die Notwendigkeit, dass das Ego sich auflöst. Aber diese Festigkeit, die das in unserem Leben hat, die ist, man könnte fast sagen, wie unnatürlich, einfach zu viel. Und das ist ein ganz schöner Heilungsprozess, also für uns hat das wahnsinnig viel Heilungscharakter und vor allen Dingen auch die Möglichkeit von Vergrößerung und Veränderung des persönlichen Lebens, weil das, wenn wir diesen Weg gehen von der Heilung und von diesem Zusammenbringen von Trauma und Erwachen, entsteht einfach immer was Neues. Es kommt eine Weichheit in dein Leben. Du lässt vielleicht alte Glaubenssätze los. Du kannst plötzlich ganz neue Sachen erkennen, wahrnehmen. Du wirst friedlicher, du wirst weicher, du lebendiger, liebevoller, lustvoller. Ja, und gleichzeitig kann das andere alles da sein. Das, was nicht schön ist in deinem Leben, hat genauso viel Platz wie das, was sich gut anfühlt. Und für beides ist Raum. Und das hat so eine Weichheit, dass alles da sein kann und wir nicht in den Krieg ziehen müssen und die Köpfe zerschlagen. Finden wir eigentlich so die Wichtigkeit, so sich beidem zu widmen. Ja. Also für uns ist das Trauma genauso wichtig eigentlich wie dieser spirituelle Weg zum Erwachen. Es ist beides wichtig und beides will gelebt werden und ausgedrückt werden. Ne? Es ist eine Sehnsucht danach da, in jedem abgespeichert nach Einheit. Und die Traumas und die Sehnsucht nach Erwachen sind wie angelegt dafür, dass es tiefer gehen darf und sich es mehr ausdrücken darf, wenn man sich den zwei sogenannten konträren Polen widmet. Man könnte ja auch sagen, man widmet sich irgendwie so nur dem Erwachen und lässt das Trauma einfach wie so in Ruhe und sucht einfach den Ort, der heil ist. Es gibt einen Ort, der heil ist. Aber das Trauma ist trotzdem da. Und wir raten dazu, das Erwachen oder die Weite oder sich mit dem Erwachen zu beschäftigen, zu nutzen, für ins Leben zu bringen und sich diesen kleinen Sachen, diesen persönlichen Sachen zu widmen. Also die, wo immer noch da sind. Also ja, weil ich mega schön, weil das macht so einsam. Das, ne? Ja, ja, sehr. Also wenn wir einfach nur in dem Erwachen suchen, sind wir sehr, sehr einsam. Das finde ich mega schön, was du auch gesagt hast. Auch getrennt vom Leben. Also, ja. Ne? Also erwacht zu sein, erschafft eine Trennung vom Leben. Ne? Und das Trauma holt eigentlich das Erwachtsein ins Leben wieder. Und das ist eigentlich eine total schöne Bewegung. Ne? Also man macht sich wieder klein und angreifbar durchs Trauma, durchs Ego. Ne? Und menschlich, also da kommt diese Menschlichkeit, deshalb ist ja vielleicht auch unser Kanal ist ja auch so, Spiritualität und menschliche Spiritualität,
genau deswegen, weil das ist die Menschlichkeit. Ja. Im Trauma ist eine wahnsinnige, also Unmenschlichkeit, da ist so eine Angst und ein Zurückhalten und ein Schützen. Und nur in dem zu leben, ich bin jetzt erwacht und ich habe mit der ganzen Welt von Körper und Geist oder man sucht einfach das Heilsein. Genau, nur, ne? Es gibt kein Trauma oder so, ist sehr einsam und sehr, also unmenschlich ist vielleicht zu hart, aber es ist so, da fehlt das Menschliche, also das, was wirklich, auch diese Lust, das Leben, die Verbindung mit Menschen, diese Schönheit, dass wir das Leben feiern, zelebrieren, dass das Verbindung, Liebe sein kann, das fehlt in dem. Ja, auch, ne? Dass der Schmerz tatsächlich da sein darf, ne? Auch die Traurigkeit, die Wut, der Hass, dass das alles so eine Lebendigkeit, wie die gelebt werden will, ne? Und ja, das sind wir begeistert von. Ja. Ne? Also sich mit den zwei Sachen zu beschäftigen, ist bereichernd. Also bereichernd, ne? Also deshalb finde ich so eine trockene Traumaarbeit manchmal sehr negativ oder frustrierend halt auch. Aber wenn man sich, wenn man wie das Erwachen im Trauma sucht und das Trauma im Erwachen, das gibt so eine Frische rein. Das gibt auch so, ich muss nicht heilig sein. Nein. Da ist wie so eine Lebendigkeit, die außerhalb ist vom Heilig- oder Unheiligsein. Da ist einfach eine Lebendigkeit, die sich ausdrücken will, die halt auch manchmal traumatisiert ist, die sich ein Ego aufbaut und wieder auflöst. In diese Freiheit zu kommen, ist wirkliches Leben. Das ist diese menschliche Spiritualität, die wir gerne nach vorne bringen möchten. Und vielleicht berührt es dich auch und kannst gerne weiter auf dem Kanal schauen von uns oder mit uns Kontakt aufnehmen. Wir würden freuen, dich kennenzulernen. Ja. Alles Liebe aus Mexiko. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.